Hallo, mein Name ist Kurt Opriel. Wir haben letztes Jahr im Frühjahr schon ein Video gedreht. Da hatten wir aber den Valtra, den T174 mit der 6-Meter-Güttler-Maschine als Zinkensaat. Diesmal sind wir unterwegs mit den Merlo 34.9 und eine 3-Meter-Zinkensaat, fest angebaute Prismenwalze. Und wir sind hier auf dem Deich und absolvieren hier eine Deichpflege mit Nachsehearbeiten, weil wir hier mit dem Merlo und der 3-Meter-Maschine optimal an Hanglage arbeiten können. Heute Morgen waren wir auf einer anderen Deichfläche, die noch nicht saniert war. Und da konnte man auch merken, da war der alte Deich steiler. Und hier bei dem neuen Deich, der vor kurzem erst erneuert worden ist, merkt man schon, dass der Deich flacher ist und zur Pflege eine optimale Neigung hat. Ich gebe jetzt das Wort weiter an Herrn Sebastian Weizmann, der die Maschine mitentwickelt hat und zu den technischen Fragen mehr Auskunft geben kann. Ja, wie wir gerade von Herrn Opriel gehört haben, befinden wir uns heute am Niederrhein, am neuen Deich im Kreis Wesel. Sind hier auf einem Anlagenversuch unterwegs, wo wir mit dem Striegel die Deichpflege, Deichsanierung betreiben möchten. Gehen her mit unserem Striegel in einer etwas schärferen Einstellung, lockern wir den Boden auf, reißen die Ungräser raus, schaffen über die 12 mm starken Zinken, die wir verwenden, mit der Kombination vom Ripperboard ein feinkrümeliges Saatbett, in dem wir unser Saatgut wunderbar über die Rohre ablegen können, bodennah ablegen können vor allen Dingen, was ganz wichtig ist. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es doch schon wieder trockener wird, habe ich den Keimling am Boden, drücke ihn über die Prismenwalze an. Er ist im Bodenschluss, er kann ankeimen, ist in der Feuchtigkeit eingebettet und somit erziele ich eigentlich optimale Auflaufergebnisse. Aber immer werden wir auch gleich das sehen, unter dem Aspekt, dass wir das Saatgut im Boden andrücken, aber die Altgräser oben drauf liegen lassen und somit eigentlich eine Neuanwachsung des Unkrautes, der Ungräser verhindern. Ja, schauen wir uns mal hier die Fläche an. Sehen wir eigentlich eine wunderbar aufgekratzte Lücke, die wir hier mit dem Saatgut belegt haben. Das Saatgut hat den nötigen Bodenschluss in dem krümeligen Feinerdeboden. Somit kann das Korn jetzt optimal keimen und die Lücke schließt sich wieder, so dass wir auch weniger Ungräser im Bestand haben und eigentlich eine gute Grasnarbe vorfinden, die zur Verfütterung an die Schafe geeignet ist. Ja, wie eingangs auch gesagt, keine Angst vor Striegel und Walze in Kombination. Wir greifen hier wirklich so durch den Bestand durch und holen unsere Ungräser raus, die oben drauf liegen, wo die Wurzeln auch enterdet sind und somit jetzt bei diesem Wetter natürlich ideal abtrocknen und auch nicht wieder anwachsen können. Das unterstützt die schnelle Rotte und den besseren Auflauf der Gräsermischung. Durch das Ablegen der Gräser, die wir nicht haben wollen, hier oben auf der Oberfläche, haben wir bei diesen Bedingungen eine optimale Zersetzung und kein Anwachsen wieder am Boden und können so auf erfolgreiche Gräser und Nachsaaten hoffen. Durch die aufgezeigten Maßnahmen hier heute am Deich können wir mit unserer Maschine dazu beitragen, die Gräser da zu etablieren, wo sie hingehören, um Gräser auszustriegeln, den Deich zu festigen und ein schmackhaftes Grundfutter für die Beweidung der Tiere und anschließende Winterfütterung zu garantieren.